Heute jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 32. Mal. Aber auch mehr als drei Jahrzehnte danach sind die Folgen für die politischen Häftlinge und Verfolgten der DDR noch immer nicht überwunden. Manche warten jahrelang auf ihre Anerkennung als Opfer und staatliche Entschädigungsleistungen. Das Problem ist, dass die Betroffenen oft nicht den Zusammenhang zwischen ihrer Haft und den gesundheitlichen Folgen nachweisen können. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Evelyn Zupke, der ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerin und jetzigen ersten SED-Opferbeauftragten der Bundesregierung. Guten Tag, Frau Zupke. Guten Tag. Hunderttausende DDR-Bürger haben in Haft gesessen, wurden in Heimen großgezogen oder sind zwangsadoptiert. Wie geht es diesen Menschen heute? Ja, zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass in den letzten Jahrzehnten viel für die Opfer des SED-Regimes getan wurde. Wir haben die Rehabilitierungsgesetze, wir haben die Opferrente. Und dennoch muss man gerade auch heute sagen, stehen die Opfer auch ganz oft noch im Regen. Und genauso wie Sie es schon angedeutet haben, geht es hier ganz viel um die gesundheitlichen Begutachtungen. Wenn Menschen in Haft, im Jugendwerkhof durch Zersetzung gesundheitlicher Schäden davon getragen haben, was überwiegend der Fall ist, dann sind sie oft nach Jahrzehnten, nach Jahren nicht mehr in der Lage, dies kausal nachzuweisen. Und hier brauchen wir dringend eine Verbesserung. Denn die Betroffenen warten teils Jahre auf die Ergebnisse der Begutachtung, die dann abschlägig erteilt werden. Wir müssen sagen, dass ungefähr 9 von 10 Begutachtungen von Gesundheitsschäden, Haftfolgeschäden abgelehnt werden. Und das ist ein Zustand, den dürfen wir nicht tolerieren. Mhm. Und hierzu habe ich in meinem heutigen Bericht dem Bundestag verschiedene konkrete Vorschläge gemacht, wie wir dies ändern können. Was müsste denn konkret geschehen, damit zum Beispiel die Opfer oder die Hinterbliebenen schneller auch entschädigt werden können? Zunächst einmal muss man sagen, dafür gibt es auch Beispiele, dass man die Erfahrung, die Repressionserfahrung feststellen muss. Das ist ja einfach in den meisten Fällen, und den heutigen Gesundheitsschaden. Und da muss man sagen, bei bestimmten Erfahrungen, zum Beispiel Haft, und es gibt einen Gesundheitsschaden, da muss vorausgesetzt werden, dass dieser Schaden mit der Repression zusammenhängt und keine Begutachtungen stattfinden, sondern ein bestimmter Grad der Schädigung erteilt werden muss. Darüber hinaus brauchen wir geschulte Gutachter. Wir haben es oft mit unsensiblen Begutachtungen zu tun, die Menschen zusätzlich traumatisieren. Und hierzu braucht es unbedingt Gutachter, die zum SED-Unrecht geschult sind, die eben nicht glauben, was in den Haftakten steht, als die Menschen auch dazu verdonnert wurden, zu schweigen über die Zustände oder über die Zustände im Jugendwerkhof. Warum gibt es diese geschulten Gutachter noch nicht? Das hat es in einigen Bundesländern schon beispielhaft gegeben, in Leipzig oder Thüringen, aber die werden dann eben auch alt und deswegen gibt es da jetzt eine Lücke. Und wichtig ist für mich, dass dies nicht den Landesbeauftragten, die unendlich viel Arbeit in dieser Richtung geleistet haben in den letzten 30 Jahren, überlassen bleibt, sich an der Stelle abzukämpfen, sondern dass wir es auf Bundesebene absichern, dass diese Schulungen für Gutachter stattfinden können und diese Gutachter dann auch eingesetzt werden. Das Geschehene, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Man kann im Hier und Jetzt aber was bewirken. Was brauchen die Menschen? Was sind ihre konkreten Wünsche? Also wie gesagt, die Menschen brauchen dringend einen einfacheren Zugang zu Entschädigungsleistungen. Wir brauchen einen bundesweiten Härtefallfonds, denn Millionen von Menschen sind zwischen 1949 und 1989 von Ost- nach Westdeutschland gegangen, geflohen, freigekauft, ausgereist, wie auch immer. Und diese Menschen haben keinen Zugang zu einem Härtefallfonds, weil dieser vom heutigen Wohnort abhängig ist. Und diesen gibt es erst in wenigen ostdeutschen Ländern. Und das kann nicht sein, dass 32 Jahre nach dem Mauerfall der Zugang zu Unterstützungsleistungen vom heutigen Wohnort abhängig ist. Ihre Vermutung, wie lange wird uns die Aufarbeitung der DDR-Diktatur noch beschäftigen? Ich vermag da gar kein Ende abzusehen. Ich denke, Aufarbeitung kann erstmal überhaupt nicht aufhören. Erstens, solange noch Betroffene von politischer Repression leben. Und zweitens ist es wichtig, die Erfahrung einer Diktatur auch in die nächsten Generationen zu transportieren. Und auch dafür ist eben Aufarbeitung wichtig, damit das nicht verloren geht. Das Wissen darum, dass auch die zweite deutsche Diktatur viel Elend und Grauen angerichtet hat. Evelyn Zupke, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Gerne, vielen Dank.